wert ist. Das fiktive Tagebuch. Reise nach Deutschland. Vorteile. Menschen treffen und Kontakte knüpfen. Eine fremde Kultur kennenlernen. Neue Erfahrungen sammeln. Geld verdienen. Und vor allem Kameruner Kultur vorstellen. Nachteile. Nur 8 Familienmitglieder können mitreisen. Und sie müssen für eine Weile Kamerun verlassen. Nach sorgfältiger Überlegung werden ich und einige Familienmitglieder die Reise nach Deutschland antreten. Mit mir reisen mein Bruder Ajite, 2 meiner Frauen Adiola und Adisola, mein Sohn Lungile, ein Haushofmeister und 2 meiner Diener. Vertrag zwischen Herrn Samson Dido und Herrn Karl Hagenbeck, 24.04.1886. Karl Hagenbeck engagiert Samson Dido mit Familie, im Ganzen 8 Personen, nach Deutschland zu reisen. Karl Hagenbeck verspricht seine Reise und Verpflegung hin und zurück und während ihres Aufenthaltes in Deutschland ferner ein festes Salär von 400 Mark monatlich. Karl Hagenbeck verlangt keinerlei Arbeit von der Truppe, nur Leuten ihre Sitten und Gebräuche zu zeigen. Ferner verpflichtet sich Karl Hagenbeck, Samson Dido mit Familie vor Weihnachtszeit nach ihrer Heimat retour zu senden. 5. Juni. Der Vertrag ist angekommen. Von mir unterschrieben und dem Hamburger Kaufmann Franz zurückgegeben. Es geht in 2 Tagen los. Ich gebe mich gegenüber meiner Familie gelassen, bin aber schon gespannt auf die Reise. Aha. 6. Juni. Auf dem Foto ist das Schiff Aline Würmann, mit dem wir reisen werden. Es sei sehr groß, sagt Franz. Ich habe schon viele Schiffe gesehen, aber noch nie einen solchen Dampfer. Auch mein Sohn ist aufgeregt und meine 2 Frauen reden von nichts anderem mehr. 9. Juni. Jetzt sind wir schon 2 Tage an Bord. Überall Wasser, das so wild und gewaltig ist und nirgends Land. Am Abend ist das Meer pechschwarz und grausam. Die Zimmerkabinen sind eng und stickig. Mir ist ein wenig mulmig zumute und mein Magen revoltiert. Ich lege mich hin. Wurde mitgeteilt, dass wir in 11 Tagen ankommen werden. Meiner Frau Adiola geht es nicht gut. Sie ist 14 Jahre alt und hat zum ersten Mal ihre Periode bekommen. Das ist in unserer Kultur ein Ereignis. Wir feiern ihr Frausein. Allerdings ist sie traurig, dass ihre Mutter bei diesem Anlass nicht bei ihr sein kann. Gott beschütze Adiola, auf dass sie mich liebt und mir Kinder gebärt. Juli. Ich bin von der Fahrt müde. Noch ein Tag, dann sind wir endlich da. Letzte Woche gab es trockenes Schwarzbrot mit Bismarck-Hering. Es war köstlich und steigert meine Vorfreude auf Deutschland. Das Klima wird milder, die Sonne schwächer.
21. Juli. Wir sind vor 3 Tagen angekommen. Unterkunft haben wir in der Dachkammer in Karl Hagenbecks Haus gefunden. Von hier aus ging es gleich zum nahegelegenen Zoologischen Garten. Heute habe ich die anderen Darsteller kennengelernt, die an den Völkerschauen teilnehmen. Juli. Heute war unser erster Arbeitstag. Wir mussten Schrittfolgen einstudieren, die uns ganz fremd vorkamen. Dabei dachte das Publikum, es sei ein echter Kameruner Tanz. Einige schauten interessiert zu, andere lachten. Wir mussten weitermachen, denn schließlich werden wir ja dafür bezahlt. August. Die Arbeit im Zoo ist dumm. Heute mussten wir Kostüme mit Baströckchen anziehen. Wir sahen aus wie Wilde. Wir bekommen tagtäglich neue Vorlagen, Trommelstücke, Ringkämpfe und ähnliches. Meine Familie ist traurig und böse, doch ich kann ja nichts für die peinliche Situation. Hagenbeck ist ein Teufel mit 2 Gesichtern. August. Wir müssen immer in Hagenbecks Haus bleiben. Heute nahm er uns zum ersten Mal mit in die Stadt. Und die Passanten riefen, guck mal, Hagenbeck und die Wilden. Ich wurde böse, aber Hagenbeck fixierte mich, damit ich lächeln soll. August. Wie hier im Bild werden auch wir in Szene gesetzt. Es ist nicht zu fassen, dass das Publikum diese Aufführungen für bare Münze nimmt. Heute eine Neuigkeit. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm hat mich zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen. Ich werde mit dem Zug fahren. August. Krone zu Krone, Mensch zu Mensch? Nicht ganz. Der Thronfolger lud mich in den Muschelsaal seines Schlosses in Berlin ein. Anfangs unterhielten wir uns prächtig und er machte mir Geschenke, auch eine Ehrenmedaille war dabei. Dann schmeichelte er mir. Sie sind doch ein intelligenter Mann. Was halten Sie von einer Zusammenarbeit? Profitieren würde Kamerun genauso wie das Deutsche Reich. Über diesen Vorschlag bin ich empört. Mit dem hinterlistigen Mann, der meine Brüder und Schwestern betrügt und demütigt, werde ich nie zusammenarbeiten. Meine Antwort war abweichend. Ich werde es mir überlegen. Und war darum, den Raum verlassen zu dürfen. August. Noch immer in Berlin. Heute wurde ich in die Praxis des Dr. Virchow gebracht. Er beäugte mich so, als wäre ich eigenartig. Er behauptete, es sei nur eine Routineuntersuchung. Er vermaß meinen Kopf und Körper und murmelte, sehr interessant, sehr interessant. Und wieder hatte ich das Gefühl, als Tier oder Wilder behandelt zu werden. Keine Würde. Ich schämte mich so sehr. September. Endlose Tage wurden wir im Vergnügungslokal Flora in Kreuzberg ausgestellt. Jetzt sind wir wieder in Hamburg.
tagsüber ein Wilder und abends ein Ehrenmann. Ich treffe Menschen, die mir Honig ums Maul schmieren, um von meinem Amt in Kamerun zu profitieren. Ich habe mit ihnen zusammen gesessen, aber ihre Ideen kamen mir närrisch vor. September. In den letzten Wochen sind wir mit der Völkerschau durch deutsche Städte umhergezogen. Von den Inszenierungen unserer angeblichen Kameruner Kultur waren die Zuschauer begeistert. Dummköpfe. Der Winter naht und wir werden nun bald abreisen. Ach, ich freue mich auf das Heimatland. Oktober. Wir reisen ab. Weg von Lügnern und Heuchlern und zurück in die Welt des wahren Wortes. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Auf kein Wiedersehen, Deutschland. Hallo, geliebtes Kamerun.